Die Ausstellung heißt Fassbinder jetzt. Wir wollen mit der Ausstellung auch eine jüngere Generation erreichen und entsprechend setzen wir die Medien ein. Wir haben Interviews, wir haben Tablets, man kann surfen, man kann sich über iPads die Stimme von Fassbinder holen und bekommt aber auch im Gegensatz Originale zu sehen, in denen man auch lesen kann. Wir müssen ja davon ausgehen, dass viele unserer Besucher den Namen kennen, aber nicht das Werk kennen. Also wird der Besucher begrüßt in der Ausstellung von Fassbinder selbst. Auf 9 Monitoren wird Fassbinder erzählt Fassbinder über sein Werk, über seine Arbeitsmethode, über seine Herangehensweise an Themen. Also dass die Figuren als etwas Böses tun, das Böse tun müssen und nicht einfach böse sind. Also im Gegenteil, es ist keine Kritik an den Figuren, sondern es war auch dazu da, meine Liebe zu den Figuren zu zeigen und zu zeigen, warum ich sie trotzdem mag. Und wir haben einen Gang durch sein Werk versucht, indem man seine Originale zeigt, indem man wirklich lesen kann, indem man sehen kann, wie akribisch er vorgegangen ist, wie detailliert, wie detailreich er seine Pläne, und das waren nicht nur ein Film, sondern es waren parallel 2 bis 3 Filme, wie er an diesen gearbeitet hat. Oder auch einen Drehplan, mit welcher Sorgfalt dort die ganze Logistik einer Drehsituation aufgezeichnet wurde. Licht runter. Wie ich schon sagte, in der Situation da. Ach, du bist. Du bist. Au! Ich kann mich helfen, wenn ich da verschießen muss. Aber ja, meine Liebe! Der Faschist ist jetzt hin. Einzige ungerechte Schweine. Außerdem haben die nichts als Weiber gekauft, den ganzen lieben langen Tag schon. Aber die arbeiten. Deswegen sind sie doch hier, weil sie arbeiten. Unsinn, Emmy. Geh doch mal zum Bahnhof und schau sie dir an. Lauter Gesinde. Da arbeitet keiner von denen. Wo gibt es Künstler, bildende Künstler, die sich mit dem Werk, die sich auf Fassbinder beziehen? Es gibt Filmemacher, die sich auf Fassbinder beziehen, aber es gibt auch im Bereich bildende Kunst eine ganze Reihe von Künstlern, die Videoarbeiten bzw. sonstige Arbeiten erstellen und sich direkt auf Fassbinder beziehen. You killed a man tonight with your clothes. Did you know that? Das ist die große Ergänzung auch für Berlin, weil wir hier haben wir 3-mal so viel Platz.
ein eigener Raum für die Kostümbildnerin. Die Kostüme sind, wie Frau Baum, die Kostümbildnerin, sagt, der dritte Regisseur, die auch das Bild eines Filmes sehr stark beeinflussen. Und in diesem Raum ist ein sehr emotionaler Raum, komponiert zwischen den Originalkostümen und einer sehr großen Leinwand, auf denen entsprechende Filmausschnitte zu sehen sind.